Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Wie angekündigt in der letzten Folge, auch dieses Mal ohne. Nadine lädt mich hier gerade in eine Gruppe ein, das hat schon seinen Grund. Auch ohne Facecam, weil ich zwar nicht früh aufnehme, aber relativ, naja, spät muss man jetzt auch nicht sagen, aber halt am Abend halt. Und damit ich die Folge schneller durchgerendert kriege, ja, ebenso. Nadine, 77, ist, ja, hier seht ihr das, auch in Gordon, da habe ich mich nämlich eingeschrieben und hoffe, dass das auch was wird. In der Zwischenzeit schauen wir mal weiter. Gordi, ah, bitte voll machen. Schreibt auch die Juwel ja schon. Bom. Ich schreibe mal Huhu. Huhu. Und danke. Danke für Grb. Grb. Okay. So. Ja. So, und in der Zwischenzeit können wir ja mal gucken. Wir haben fehlt noch zwei Bäumchen. Zwei Bäumchen, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall, Gordon ist, denke ich, die bessere Methode, hier ein bisschen zu leveln. Die blöden Bäume gehen mir so langsam auf den Sack. Muss ich sagen. Gordon fetzt immer wieder. Aber die Bäume, ich mag die nicht mehr. Ich hasse die. Ich will die nicht mehr. Meh. Geh weg, Baum. So. Okay. Baum, Baum 1 weg. Entsprechend springen wir mal zurück nach Stadt. Beziehungsweise gucken wir erstmal hier. Nö, wir sind immer noch 11. Okay. Alles keine Gefahr. Also ab zurück in die Stadt. Laden bitte. Dankeschön. Jetzt, ja. Die üblichen Lecks. Ich kann mich, ah doch, ja. Ich wollte schon gerade sagen, ich kann mich nicht mal bewegen. Aber wie gesagt, ich bin ja gerade auch erst eingeloggt, habe dafür was anderes angenommen. Dann mein gesamtes Inventar ist auch voll, na ganz toll. Von Pheromon steht die Miruka nach hier rum. Kaufen. Oder genauer gesagt verkaufen. Nämlich das hier. Komm, das sind eh nur Baumkarten. HP-Wiederherstellung, verstärkter oh, die hätte ich behalten können. Na gut, okay, was soll's. Hm, weil eine Vierer ist auch nicht schlecht. Ich könnte sie jetzt zwar zurückkaufen, aber so nötig habe ich es jetzt auch nicht. Das Zeug wieder her. Okay, bisschen Platz ist geworden, wenn auch nicht viel. Und, abgeben. Für Isia einmal sortieren. In der Zwischenzeit kann man hier Akademie... Der Wiederholbare. Sortiert, jawohl. Ich will nicht, dass hier irgendwelche Bugs entstehen, wenn sortiert wird, weil ich habe keine Ahnung. Das habe ich noch nie gemacht. Und da gehe ich mal lieber auf Nummer sicher und lasse erstmal die Inventarsortierung durch. So, okay. Gucken wir mal. Da steht der Typ noch. Das macht nichts. Der kann ruhig rumstehen. Ich selbst suche ja immer noch Gordon. 1 sind 11. Und zwar 30 geht's los. Das heißt noch eine Viertelstunde. Das heißt... Ja gut, wird höchstwahrscheinlich dann auch die nächste Folge, wenn das wirklich nicht voll wird, noch eine ohne Facecam sein, weil ich die dann direkt im Anschluss einfach drauf ranhänge, wenn ich schon mal die Zeit habe und Gordon zu machen und die Gelegenheit, dann mache ich das auch noch schnell, auch wenn ich, ja wie gesagt, ein bisschen was zu rendern habe, aber die, gut, ich sag mal so, die Viertelstunde macht's Kraut dann jetzt fit. Habe ich beschlossen. So ganz pauschal. Ich bin der König der Beschließer. Juhu! Übrigens, als kleiner Status-Info, die Wüstenrennmäuse, die mir gestern, was heißt gestern, also in der letzten gestrigen Folge habe ich es erzählt, für mich ist es immer noch heute, die mir da abgehauen sind, zwei rennen immer noch bei mir in der Wohnung rum. Ich weiß es nicht, wo sie hin sind. Gerade meine Lieblingsmaus, die so schön eigentlich tiefschwarz war, die guckt ab und zu mal raus, rennt auch ab und zu mal durch die Gegend vorm Wohnzimmer. Meine Freundin hält da ja Wache und ist da quasi so auf Spähposten, während ich hier aufnehme. Und ja, die andere, keine Ahnung, die hat sich die ganze Zeit nicht mehr gezeigt. Ja, die hatte ich aber mal fast. Wahrscheinlich hat die so einen Schreck bekommen, weil ich die beinahe gefatzt hatte, dass die jetzt erstmal nicht mehr rauskommt. Zumindest nicht heute. Aber ist ja nicht die erste Maus, die mir mal ausgebüxt ist. Da war schon mal eine. Die hat meine damalige Freundin versehentlich fallen lassen und dann ist er abgehauen. Die kam dann irgendwann wieder. Nach zwei, drei Tagen stand die einfach mal so vom Sofa, hat mich doof angeguckt. Wobei ich mich runtergebeugt habe, hat sie mich weiter doof angeguckt. Dann habe ich die Hand ausgestreckt ganz langsam, hat sie mich doof angeguckt. Dann habe ich die Hand um sie geschlossen, dann wollte sie wieder wegrennen. Aber da war es zu spät. Also ich nehme an, dass sie sowieso wusste, aha, okay, der Typ, der gibt mir immer was zu fressen, gehe ich da mal hin. Oder was zu trinken und sie würde halt in der Zeit nicht viel bekommen haben. Und ja, hat eventuell deswegen was nehmen wollen oder hat gedacht, ich gebe was... Und war deshalb so zutraulich. Ich hoffe mal, dass das bei den anderen beiden auch so ist. Die Piepsmäuse. Ja, reißen mir einfach aus. Wie gesagt, die hatten Plastikkäfig. Die haben eiskalten Loch reingeknabbert.
überall in einem Tag. Jetzt ist es so ein altes Aquarium, was ich da habe. Da wird es jetzt nicht mehr ganz so leicht für die. Aber ernsthaft. In den Plastikkäfig. Eigentlich ein richtiger Mäusekäfig, aber ja gut, wahrscheinlich hatten sie einmal einen Angriffspunkt. Das heißt, einmal ein kleines Loch da, das reicht, um das aufzuknabbern. Und dass da, sagen wir mal, in Anführungsstrichen das Plastik dünner geworden ist, gerade an der Stelle habe ich schon gesehen. Also da haben sie schon ein bisschen versucht gehabt. Aber na gut. Ich meine, wenn ich gefangen halten würde, würde ich auch machen. Aber ich denke mal, bei mir haben sie gar kein so schlechtes Leben. Ich behandle die eigentlich immer gut. Ja, ich bin nämlich sehr tierlieb, muss man sagen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn irgendwie Tiere grundlos gequält werden. Ich meine, das ist schon eine Art Quälerei, die in einem Käfig zu halten. Aber draußen werden sie wahrscheinlich ganz schnell weggefangen von Katzen. Tatsächlich, wie gesagt, ist schon eine ganze Weile her. Ich hatte die von eben jener Ex-Freundin übernommen, die ich da mal da gemeint habe, die eine halt fallen lassen. Und waren ursprünglich mal gar nicht meine, aber sie hat dann irgendwann Hamster geschenkt bekommen. Und hat gesagt, beides schaffe ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, nehme ich die Mäuse. Ja, Mäuse genommen. Wie gesagt, sie sind mir ja auch ans Herz gewachsen, aber sie sind halt auch teilweise ein bisschen Arbeit. Nicht viel, ein bisschen aber. Manchmal halt ein bisschen nervig. Manche andere hätte vielleicht gesagt, ach komm, ich tue sie raus. Sind ja nur Mäuse. Das könnte ich gar nicht. Mir wurde auch schon mehrfach angeboten, ach komm, du hast so viele, wenn sie sich mal vermehrt hatten. Ach komm, du hast so viele, ich habe eine Schlange, die frisst Mäuse. Nein, das würde ich meinen Mäusen nie antun. Gottes Willen. Ja, das... Nee, ich bin da einfach viel zu tierlieb. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich könnte das nie. Ich will das nie und ich würde das nie. Klar, die Schlange muss auch leben, aber nicht von meinen Mäusen. Meine Lieblinge. Ja. Gibt's nix. Soll sich die Schlange ihre Mäuse selber fangen. Aber in einem anderen Käfig. So. Siehst du, bei mir sind sie wenigstens sicher. Da kommt keine Schlange ran. Die können bis ins hohe Lebensalter. Normalerweise leben da Mäuse so ja 2 bis 3 Jahre. Ich glaube, ich habe da eine drin, die 2 Jahre auf jeden Fall schon überschritten hat. Letztens ist mir eine wirklich an Altersschwäche gestorben. Ich nehme an, die hat einen Hirnschlag. Die konnte dann nur noch eine halbseitig laufen. Und irgendwann, ein paar Tage später, lag sie dann ganz tot drin. Aber wie gesagt, die war auch schon uralt. Die hatte wirklich, die waren auch mal so grau-schwarz waren die. Oder weiß-schwarz. Die war nur noch grau. Und fast weiß-schwarz. Also es sah wirklich uralt aus. Eine Opa-Maus, kann man sagen. Oder eine Oma-Maus, ich weiß nicht. So, Schmuckschatullen haben wir doch auch schon langsam wieder ein paar. Das freut mich. Was sagt denn die Zeit? Sind noch ein paar Minuten. Bis zur Gordon Kaku. Wir können aber mal reingucken. Vielleicht haben sich ja noch ein paar eingetragen. Wo ist er denn hin? Da ist er. Hallo Gordon. 12. Naja, immerhin. Vielleicht kommen ja, wenn Tortenschlacht alle ist, noch ein paar raus. Ja, Tortenschlacht könnte ich auch mal wieder machen, aber der bringt nicht so viel XP, deswegen ich will hier unbedingt dieses scheiß Level. Die 87 ist doch ein quälendes Level, muss man sagen. Wegen diesen blöden Dingern. Ich weiß, das wird noch schlimmer, aber ich mag die nicht. Ich mag die Juwelenbäume nicht. Naja, und wir hängen ja auch schon, ich weiß nicht wie viele tausend Folgen hier an den Juwelenbäumen fest. Das ist ja nicht mehr normal. Später wird das noch schlimmer werden. Ich weiß gar nicht, ob ich dann, wie gesagt, weil irgendwann ist dann die Luft raus, auch beim Let's Play, wenn es wird sich dann halt zeigen, wenn ihr wirklich weniger werdet beim Zuschauen, weil man kann halt Folgen so spannend gestalten, wie es will. Irgendwann schauen dann mal die Leute nicht mehr zu, wenn ständig immer nur dasselbe gemacht wird. Nehme ich euch auch nicht übel in der Form. Aber wenn es dann halt wirklich arg sinken würde, die Rate, hatte ich eigentlich schon bei den Juwelenbäumen gemerkt, dass es, so, sagen wir mal, zurückgegangen ist. Ich hatte so, sagen wir mal, in der ersten Woche von den Videos meistens so mindestens über 100 Aufrufe drauf. Das habe ich jetzt eigentlich nur bei, sagen wir mal, besonderen Videos. Und dann würde ich halt wirklich irgendwann sagen, ja okay, höher geht's halt gerade für mich nicht. Wenn wir nicht cappen können, geht's auch nicht. Aber noch ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Keine Sorge. So, noch bin ich nicht so weit. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, wenigstens 100 im Let's Play zu werden. Ja gut, eigentlich hatte ich mir ursprünglich vorgenommen, 25 im Let's Play zu werden. Danach wollte ich eigentlich das Let's Play beenden, habe es ja nur weitergeführt, weil es mir dann damals so einen Spaß wieder gemacht hat, dass ich dann gedacht habe, ach komm, scheiß, weiter geht's. Ich wollte das ja einfach nur als Übungs- und Anfangs-Let's Play nehmen, einfach nur als Einstieg. Und, naja, ich habe es bis jetzt nicht bereut, dass ich weitergemacht habe. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gehe ich ganz schwer von aus. So. Und keine Sorge, wie gesagt,
solange sich da noch nicht gravierend was ändert. Das seht ihr ja oder das merkt ihr ja selber. Wenn es euch langweilig wird, wird es auch den anderen langweilig. Und wenn es den anderen langweilig wird und es weniger wird, ich sehe es an den Aufrufen, ich sehe es an der quasi Übertragungszahl oder beziehungsweise an der Zuschauerbindung heißt das. Also sprich, wie lange die Folgen angeschaut werden, lässt sich alles statistisch aufrufen. Nicht von wem, aber wer. Also wer nicht, aber wie lange. Und ja, wie gesagt, daran sehe ich dann halt auch, okay, es wird noch gefordert. Und solange ihr das noch wollt, mache ich auf jeden Fall mit. Ist ja wohl klar. Wer bin ich denn, dass ich meine Zuschauer nicht die Wünsche meiner Zuschauer nicht erfülle? Was ihr schon wieder gedacht habt, hallo, ihr Ferkels. Befriedigen ist ein ganz normales Wort. Das bedeutet Wünsche erfüllen. Zufriedenstellen. Hätte ich auch sagen können. Fällt mir jetzt so ein. Okay, zufriedenstellen. Ich stelle euch zufrieden. Mit den Wünschen, meine Lieben. Ja. So. Noch 9 Schatullen, wollte ich sagen. Schatullen. Noch 9 Juwelen-Schatullen vom Juwelenbaum. Da hätten wir noch eine. Das ist doch wohl ein Traum. Jetzt fehlen nur noch 8. Die schaffen wir ganz schnell. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Was reimt sich denn auf schnell? Manu. Na gut. Eben nicht. Nix reimt sich auf schnell. Überhaupt nix. Glänzender Geisterstaub zum Beispiel, der reimt sich auch nicht auf schnell. Will kein Mensch. So. 1930, wir haben es 1925. Bald. Endlich wieder Gordon. Endlich wieder mal ein bisschen Action. Action. Action, Leute. Action. So. Kommt mal her hier. Oh, der Geist wird des Zuckerbu. Also Karen ist gefallen. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ich kann das eh nicht so richtig gut lesen. So, Karen ist tot. Glückwunsch, Leute, die den da umgehauen haben. Ich habe die, ehrlich gesagt, Karen selbst hier in dem Spiel bin ich ja noch nicht begegnet. Als ich aufgehört habe, war sie schon raus. Oder sie war noch nicht gepatcht, als ich direkt aufgehört habe. Mit meinem höheren Char. Und gesehen habe ich sie schon mal. Allerdings halt nur auf einem P-Server. Ja, ich habe mal auf einem P-Server gespielt. Mach's aber nicht als Let's Play. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Weil ich da auch schon ein paar Mal gefragt wurde. Hi. Bumm. So. Außerdem, wie gesagt, ich persönlich finde, das ging dann doch zu schnell. Klar, das hier geht jetzt vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber auf dem Privatserver. Warte mal kurz. Ui. Entschuldigung, Leute, das musste jetzt mal sein. Ich hatte jetzt einen Gehner drin. Ich musste gehen. Normalerweise muss ich niesen. Ja, also auf dem Privatserver zu spielen, das ist, es geht zu schnell. Es ist irgendwie nicht das richtige Fiesta-Feeling gewesen. Deswegen habe ich das auch relativ schnell aufgegeben. Aber, wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. So, hopp. Juwelenbaum. Und noch 3 Schutthallen. Schutthallen waren das, genau, Schutthallen. Und lieber Julian oder Ravia oder wer auch immer, wenn ich doch im Titel, ich weiß es nicht, den Namen Schutthallen drin habe, dann ist das Absicht. So, dann ist das diesmal kein Schreibfehler, weil ich einfach von meinem Sprachfehler die richtige Schreibweise nehme. Haha. So, wobei man natürlich sagen muss, ich habe wirklich sehr, sehr viele Schreibfehler teilweise in meinen Titeln. Vielen, vielen Dank immer an die sagen, hier, da ist was falsch und so weiter und so fort. Rechtschreibung war noch nie meine Stärke. Muss ich sagen, wie es ist. Und es wird wahrscheinlich auch nie meine Stärke werden. Und, muss man halt dazu stehen. Deswegen bin ich auch immer dankbar. Also, keine Sorge, das ist nichts Besserwisserisches, wenn ihr sagt, hier, der Titel, da ist das Wort falsch geschrieben. Im Gegenteil, ich bin dankbar dafür, weil das ja, wie gesagt, ein richtig geschriebener Titel gefällt euch doch auch viel besser. Hat sich hier was geändert? War die nicht mal ein bisschen heller? Na gut. Ich wollte aber eigentlich ins Inventar. Und das haben wir hier. Das dann hier rausschmeißen und das Vulkanschwert mitnehmen. Kriege ich nämlich viel mehr Geld beim NPC als bei den anderen Teilen. So. Was fehlt mir eigentlich noch? Achso, die Dinger kann ich abgeben. Dann gehen wir mal abgeben. Und zwar erstmal hier rüber. Community, Academy, NPC, Mitglied springen. Sehr schön. Der Franz, der Lagerverwalter Franz. Der steht da. So, dann gehen wir mal hier hin. Okay. Quest beginnen.
Sehr schön. Und hier können wir mal kaufen. Und zwar können wir das verkaufen. Das können wir verkaufen. Blub, 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 blub. Einfach mal alles raus, was wir... Alles was raus, was keine Miete zahlt, wie es so schön heißt. Ich muss echt mal wieder ein paar Quests beenden, weil hier wirklich zu viel drin ist. Warum ist es... Achso, da waren die Dinger drin. So, und ansonsten würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge in... Ja, in die Kaku. Und in dieser Folge, ja, machen wir mal eine kleine Pause. Und sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Lasst ein kleines Feedback da, Feedback. Ein Daumen nach oben, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss.